Servus, meine lieben Freunde. Bungie hat mal wieder ein Weekly Update rausgelassen und zwar heute Nacht um 3 Uhr oder um 23.39 Uhr, angeblich gestern Abend. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt erst gesehen und möchte euch darüber informieren, dass ein Update kommt im Dezember, das wisst ihr ja schon. Das November Update ist live, das wisst ihr auch schon. Neue Schmelzsiegel Rewards und mehr und besser und die Schmelzsiegel Quest für den Demon's Loot wurde kürzer. Und man kann jetzt Waffenteile beim Waffenmeister kaufen, etc. etc. Dann gibt's Hotfixes, legendäre Engramme, die verschwinden und so weiter. Das soll uns alles mal nicht interessieren. Aber Bringing Balance interessiert uns. Und da kommt im Dezember-Update jetzt tatsächlich der Waffenpatch, wie angekündigt, beziehungsweise wie sich viele gedacht haben. Impulsgewehre werden schwächer. Ja, wenn ihr schlechtes Kammern, roter Tod viel gespielt habt, die werden schlechter. Automatikgewehre und Handfeuerwaffen werden aber besser. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut, weil die legendären Handfeuerwaffen sind richtig schlecht im Moment, meines Erachtens nach. Fast nicht spielbar in Osiris, also sind eigentlich nicht spielbar in Osiris. Und im Eisenbanner und die Automatikgewehre sind ja nur wenige Ausnahmen, die man überhaupt spielen kann. Und meistens verliert man einfach gegen Impulsgewehre auf jede Distanz, selbst im Nahkampf teilweise. Und das kann einfach irgendwie nicht sein und jetzt passen sie das dann irgendwie im Dezember auch mal an. Außerdem kommt sehr wahrscheinlich ein Titan-Update, steht hier noch drin, im Kleingedruckten. Für den Solarhammer kommt ein Titan-Update. Aber was auch kommt, sind mehr exotische Items, endlich. Endlich mehr exotische Items. Ihr sollt dazu auf Instagram gehen, instagram.com/destinythegame. Und da werden die neuen exotischen Items, die aus Jahr 1 übernommen werden, mit neuen Fähigkeiten teilweise, ich hoffe ja sehr auf Heilrüstung, werden dann da gepostet auf Instagram. Da gibt es immer wieder Bilder von Bungie, die stellen die da rein und es gibt auf jeden Fall dann mehr exotische Items. Gerade Rüstungsteile ist ja quasi ein Witz, was es da im Moment gibt. Ich hoffe auch auf Königinbrecherbogen im Jahr 2. Ich hoffe auf, ich weiß nicht, da fehlen noch so viele Waffen und Zeug und Gedöns. Gellorn im Jahr 2 könnt ihr euch direkt mal abschminken, wird nicht passieren, denke ich mal. Aber so das ein oder andere Rüstungsteil hätte ich doch schon noch ganz gern, weil gerade im Moment hat man echt wenig Auswahl, was Osiris angeht und Eisenbanner angeht. Da hat man sehr, sehr wenig Auswahl. Der Titan hat zum Beispiel so gut wie nichts Gutes exotisch anzubieten. Der kann eigentlich immer nur Alpha Lupi nehmen. Ich wüsste nicht, was man da sonst spielen sollte. Für PvP, meine ich jetzt. Aber da kommt jetzt einiges. Also Heilrüstung muss schon irgendwie. Also ganz ehrlich, mein Stürmer vermisst seine doppelte Blitzgranate. Das kann so nicht weitergehen. Dann kommt außerdem das Refer a Friend Programm. Ihr könnt jetzt dann Leute weiterempfehlen, hier Destiny zu kaufen. Dann kriegt ihr da was für. Wie es genau funktioniert, steht hier noch nicht. Aber es kommt am 23. November. Und ja, das ist auf jeden Fall interessant. Interessant, interessant, interessant. Ihr könnt übrigens diese Jahr 1 Items, die neu kommen, in Jahr 2 mit Marken kaufen, wenn ihr die im Jahr 1 entdeckt habt. Und das noch dazu. Genau, hier steht nochmal Refer a Friend, Iron Banner Clash, also der Eisenbanner Konflikt läuft noch, finde ich nicht so wahnsinnig prickelnd, aber ja. Bei Level 3 und 5 gibt es Pakete, habe ich auch schon erzählt. Und es gibt ein neues Kontaktforum, Link dann einfach mal aus den Bungie News nehmen. Da könnt ihr Leute melden, die cheaten im Eisenbanner und bei Osiris. Könnt dann da reinschreiben, warum die gecheatet haben, was die genau gemacht haben. Ihr kriegt dann sehr wahrscheinlich keine Antwort, steht hier, aber Bungie sammelt die Daten und wenn die da mehrere Beschwerden zu einem und demselben Spieler bekommen oder zu einem Team, dann denke ich mal, werden sie die auch bannen oder das halt nochmal nachschauen, was da genau vorgefallen ist. Wenn ihr da Videos dazu postet, dann ist euch auf jeden Fall geholfen, denke ich mal. Wenn ihr natürlich belegen könnt, dass sie cheaten, werden die sehr viel schneller gebannt. Gehe ich mal einfach von aus. Und dann gibt es wieder Movies of the Week, Leute. Hier, eine 1 gegen 11 Situation im Osiris. Haben sich die Gegner wohl irgendwie 8-mal wiederbelebt oder so? Das würde ich mal empfehlen anzuschauen. Hier ist ein Stürmer-Titan, der keine Energie mehr hat. Das würde ich mir auch mal anschauen. Und hier macht dann der Sparrows. Das würde ich mir auch anschauen. Alles anschauen, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut, wenn endlich mal wieder die Waffenbalance ein bisschen angepasst wird. Weil im Moment spielt man wirklich nur Impulsgewehre im Eisenbahner und in Osiris. Das ist echt ein bisschen langweilig. Und dann spielt man von den Impulsgewehren auch nur die, die einem gut gefallen. Und ich spiele im Moment nur Eisensäge und schlechtes Karma, weil ich eher so auf die schnellschießenden Waffen stehe. Und andere Leute spielen jedes Spiel nur roter Tod. Und irgendwie ist doch das so ein bisschen langweilig. Klar, ich nehme nochmal ab und zu das letzte Wort her, je nachdem, ob die Gegner Shotgun spielen oder nicht. Oder ob ich eher offensiv oder defensiv spielen will. Aber so, ganz im Ernst, eine Waffe, die ausreicht, um alles damit zu spielen, ist dann doch ein bisschen langweilig. Also, dass die Eisensäge halt wirklich reicht, um alles damit zu machen, ist doch, weiß ich nicht. Für ein Spiel, das irgendwie 5000 Waffen anbietet und dann kannst du genau 1, 2, 3 nehmen,
und gewinnst immer, das weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich würde mir auch eine Dorn wieder wünschen, die halt weniger Zeitschaden macht, so wie die jetzt ist. Einfach um mal ein bisschen durchswitchen zu können. Falkenmond könnte auch mal ein bisschen genauer schießen. Dass man einfach mal die Impulsgewehr-Heinis da auf 2 Meter mit 2 Headshots wegholen kann. Dass sie nicht die ganze Zeit mit ihrem Impulsgewehr jeden One-on-One gewinnen. Und das wäre doch ganz angenehm, denke ich mal. So ein bisschen Abwechslung haben. Und ich würde auch echt gerne mal ein Automatikgewehr bei Osiris spielen. Das fände ich schon extrem nice. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Server-Patches zu dem Verbindungsproblem haben sich nicht zugeäußert, obwohl große amerikanische YouTuber das jetzt auch bemängelt haben. Also More Console, Mr. Fruit und so weiter. Haben sich jetzt auch mal über Lag beschwert, auch auf der PS4, auch in den Staaten haben sie sich darüber beschwert. Über Disconnects und Lag. Und Bungie hat sich dazu nicht geäußert. Ich weiß nicht genau, was bei denen vor sich geht, ob die einfach das ignorieren und einfach so weitermachen wollen. Kann man machen. Sehe ich aber ein bisschen anders als großes Unternehmen, das ja Geld verdienen will, noch in der Zukunft. Sollte man darauf vielleicht als allererstes eingehen, anstatt auf allen anderen Blödsinn. Wäre so meine Idee. Ansonsten, Weekly Update. Heute Abend startet Osiris. Ich werde auf jeden Fall makellos versuchen. Livestream mache ich dann erstmal nicht. Habe ich ja schon in meinem Xur-Video gesagt. Schaut da mal vorbei, wenn ihr noch sehen wollt, was Xur verkauft. Und damit sind wir aus dem Weekly Update schon wieder raus. Es sind keine wahnsinnigen Ankündigungen, aber wir wissen jetzt, wie der Waffenbalancing-Patch ungefähr aussieht. Scout-Gewehre werden anscheinend nicht verbessert. Aber wenn Impulsgewehre schwächer gemacht werden, dann denke ich mal, dass die Scout-Gewehre automatisch dadurch stärker werden, weil sie auf Distanz einfach mal die Impulsgewehre ausschalten können. Nicht so wie es jetzt gerade ist, dass ein Impulsgewehr halt auf jede Distanz einfach überragend ist. Sondern dass man für die weite Distanz Scout-Gewehre hat. Für die Kurzdistanz Handfeuerwaffen und Automatikgewehre. Und für die mittlere Distanz und kurze Distanz die Impulsgewehre. Damit sind wir raus. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Spielt nachher ein bisschen Osiris. Ich habe auf die Map Thrifter getippt. Eine sehr, sehr schöne Map ohne Gravitation, wenn man tot ist. Wo der Sinn dabei liegt, weiß ich nicht. Aber es sieht extrem cool aus. Vor allem ist es extrem cool, wenn einer einen snipen will und eine Leiche von einem Gegner vor dem schwebt und er trifft einen nicht. Das ist sehr, sehr gut. Muss man taktisch ausnutzen, sich hinter den schwebenden Leichen verstecken. Das macht auf jeden Fall Laune. So, damit sind wir jetzt wirklich raus. Schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Tschüssikowski.